Ich muss leider aufbrechen. Wir sehen uns, Eva. Neuankömmlinge? Ob Valka unter ihnen ist? Was kannst du mir heute anbieten? Na gut, wenn du fertig bist. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald. Diese Opfergaben sollten die Götter gnädig stimmen. Das Boot ist voll. Diese Opfergaben sollten die Götter gnädig stimmen. Das Boot ist voll. Ich sollte zurück zu Suni fahren. Wer könnte Gudban sein? Einer der unseren? Als mitreißende Anführerin erwiesen. Sieh dir nur diese Ausbeute an. Es ist Zeit, unser Opfer darzubringen. Ich genieße unsere kleinen Feste. Ein Tag, an dem ein entflohenes Schwein unsere größte Sorge ist, ist ein guter Tag. Unglaublich, dass Brun dich seine Schweine fangen lässt. Dir gebührt die Ehre, das Feuer zu entfachen, Eivor. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Thank you.
Eivor! Gut, dass du hier bist. Wir sind bereit, das Opfer darzubieten. Ist alles bereit? Alles, was du gesammelt hast, ist auf dem Boot. Es wird gerade für seine Reise zu den Göttern vorbereitet. Welcher Gott soll unsere Beute erhalten? Diese Wahl überlasse ich dir. Du kannst Thor opfern, dem Gott der Stärke und des Donners. Oder Balder, dem Tapferen, Sohn des Odin. Eine schwierige Wahl. Vielleicht solltest du der Gottheit opfern, die am häufigsten zu dir spricht. Der mächtige Thor! Möge er uns die Kraft geben, unsere Feinde zu besiegen. Ruhm und Ehre gebühren dir, Eivor. Nimm deinen Platz an der Rutte ein und entfache die Flamme, die die Götter anruft. Hier ist etwas, womit du Siegerblut noch mehr genießen kannst. Ein Geschenk von deinem Clan. Das Opfer ist dargebracht. Mögen die Götter uns gewogen sein. Guten Tag, Norvid. Eivor, sei gegrüßt. Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich um. Ich muss gehen. Bis bald, Eivor. Bist du also bereit, nach Irland aufzubrechen? Ja, ich möchte jene Lande sehen. Und auch Barrhöd.
Irland. Ein Flickenteppich aus Kleinkönigen, die sich um Hügel, Weiden und grüne Täler zanken. Meine Wahlinsel. Azar, wie kommt es, dass Baröd so nordisch wie Gletschereis König von Düflin ist? Düflin ist eine Wikingerstadt. Und zudem kommen Händler und Bettler aus aller Welt, um in seinen Schlammstraßen herumzustolzieren. Seltsam, sich Baröd als König einer Stadt vorzustellen. Es klingt nobler, als es in Wahrheit ist. Irland hat wirklich viele Könige. Sie sind überall, wie Abfall. Und Baröds Thron ist nicht sicher. Flann Shinnar hat das Sagen. Wer ist das? Der baldige Hochkönig von ganz Irland. Flann misstraut den Nordleuten, obgleich er sie braucht. Baröd wird einen Weg finden. Als Junge war er kein Kämpfer und doch konnte er sich stets behaupten. Sicher ist es wahr, was du sagst. Sein Volk liebt ihn jedenfalls. Deine Mannschaft kann hier unterkommen. Los, suchen wir Baröd auf. Eivor! Blut von meinem Blut! Sieh dich an! Du hast die Wangenknochen von Tante Roster. Und du erst. In dir lebt noch immer der kleine Junge. Es ist einiges geschehen, seit wir den alten Gangrat mit Apfelresten bewarfen. Das hat er uns nie verziehen. Und Sigurd und der Clan? Wie geht es allen? Es gibt viel zu erzählen. Aber lass mich erst deine irische Luft atmen. Danke, dass du meinen Hafen vor Brandstiftern bewahrt hast, während ich fort war. Meinen Hafen? Ja, alter Mann, ich kann auch ohne dich in meiner Stadt herrschen. Du hast eine gute Zeit gewählt, Eivor. Ich halte ein Fest zu Ehren meines Sohnes Siegfried ab. Er zählt nun 17 Sommer. Ein 17-jähriger Sohn. Und er ist ein recht schwieriger Junge. Komm, ich habe dir viel auf dem Weg zu meiner Feste zu zeigen. Die Königswürde, ein Sohn und eine Feste. Du hast wahrlich ein prächtiges Leben. Nun ja, es ist ein Holzhaus. Schön gearbeitet, sicher. Aber in Shiraz wäre es das Heim eines mittelmäßigen Teppichhändlers. Führe mich zur Holzhütte deines Knüpfwerkkrämers, Baröd. Sieh dir nur die Anleger an. Als Stadt ein Säugling, aber mit dem größten Hafen Irlands. Man weiß die irische Luft nicht zu schätzen, wenn man den Gestank des Hafens nicht ausgehalten hat. Mit der Stärke dieses Hafens will ich meine Königswürde sichern. Azar erzählte mir, dass dein Thron nicht auf festen Beinen steht. König Flan muss nur etwas überzeugt werden. Wenn Düflin ein riesiges Handelsnetz hat, bringt es Reichtum nach Irland. Sieht Flan das ein, sind mein Königstitel und noch der Kinder meiner Kinder gesichert. Ich kann dir keinen Thron schenken, aber ein riesiges Handelsnetz liegt in meiner Macht. Ich würde niemandem sonst meinen Handel anvertrauen, alter Mann. Du lässt zu, dass er dich so nennt? Ich habe schlimmere Namen für ihn. Mein König, ich schulde dir noch ein Horn Ehl. Hier verlasse ich euch. Verpasst das Fest mal nicht. Ich werde in Kürze dort sein. Baröd, mächtiger König. Ethan, dies ist meine Base Eivor. Zeig ihr den Bogen, den ich für sie in Auftrag gab. Er ist für mich? Wie schön er gefertigt ist. Mein bestes Werk. Probier ihn aus.
Triff die Ziele, bevor der Sand durchgelaufen ist. Schaffst du sie alle? Ich will nur sehen, wie er in der Hand liegt. Aber sicher. Sieh meine Pfeile fliegen. Das werde ich. Und los. Ein guter Schuss. Ein wirklich schöner Bogen. Danke, Barret. Da verlässt du das Boot nach langer Seereise und schießt wahrlich meisterlich. Ein schöner Ort. Warte mal, ist das ein Gotteshaus? Ja, Christus' eigene Kirche. Irland ist nun vor allem christlich und Dürfnel ebenso. Viele Nordleute knabbern Oblaten. Du gibst ihnen einen Platz? Uns. Auch ich habe einen Platz im Haus Christi, genau wie in der Halle Thors. Solange ein Gott mich beschützt, habe ich einen Altar für ihn. Ich habe diese Stadt aus Trümmern erbaut. Vor 20 Jahren wurden wir Nordleute besiegt. Die Iren übten Rache und plünderten Düflin. Azar sagte, dies sei eine Wikingerstadt. Von Nordleuten gegründet und von mir gesund gepflegt. Als ich König wurde, war ich König einer Schlammgrube. Dort vorn ist es! Mein Heim! Ich bedauere nur, dass meine Mutter und meine Frau dich nicht begrüßen können. Sie sind gerade auf Reise in die Berge. Die Wasser dort stärken die Gesundheit meiner Mutter. Ich blieb zurück, meinen missratenen Sohn zu züchtigen. Und ein Festmahl zu geben. Das bereits im Gange sein sollte. Hey, Barret, sei gegrüßt! Da sind wir. Geh nur, vergnüge dich. Ich muss mit meinem Sohn sprechen. Komm zu uns, bevor der Abend endet. Azar, ich war mir nicht sicher, ob ich dich hier sehen würde. Warum das? Ich dachte, du würdest lieber deine Waren zählen, als gröhlende Wikinger zu beobachten. Und du? Würdest du lieber Zeit mit dieser Tratsch-Tante verbringen? Ich kenne hier nur wenige. Und von dir weiß ich... Ich weiß tatsächlich etwas, das du vielleicht hören willst. Siegfrieds Gedärm verträgt sich nicht mit Käse. Er hatte letzte Woche einen Unfall der peinlichen, wäschewechselnden Art. Er schiss sich ein? Unfassbar peinlich für einen jungen Mann seines Alters. Etwas, das ihn vor seinen Freunden bloßstellen würde, wenn man derlei Munition bräuchte. Ich danke dir. Deine Gesellschaft ist stets erhellend. Hallo, amüsierst du dich? Ein großer Spaß und ein triftiger Grund, unseren zukünftigen König Siegfried zu feiern. Mich würde interessieren, wie dein Leben in dieser Stadt so ist. Nun, es gibt einiges an Arbeit zu tun. Kisten schleppen, Dreck schaufeln. Ich selbst bin Gerber und verbringe meine Tage damit, Tierhäute in Kuhpisse zu tränken. Du riechst es wahrscheinlich. Durchaus. Ich bin neugierig. Wie hat sich Barret als König bisher geschlagen? Oh, ganz wunderbar. Er veranstaltet gern Festmahle und lädt auch uns einfache Leute ein. Also vielleicht eher Gastgeber als König, aber er ist ein guter Mann. Und die Stadt war nie geschäftiger. Genieße das Festmahl, mein Freund. Du ebenso. Sieg
Schildkröt! Mein Sohn hat sich wie der nächste König zu verhalten und sich nicht im Dreck zu suhlen! Ach, also nimmt Flan dich zum furzenden Possenreißer? Denk mit deinem Kopf, nicht mit deinem Arsch! Flan kann meinen Thron sichern, der eines Tages dein sein wird! Das macht dich zum Arsch! Genug! Eivor, mein Sohn Siegfried, entschuldige mich, ich muss den Kopf frei bekommen. Sprichst du bitte mal mit dem Jungen? Ich habe mich darauf gefreut, den Sohn meines Vetters kennenzulernen. Ah, du bist also die Base, von der mein Vater so schwärmt. Ist es schon so weit, dass der alte Wikinger einschiffen lässt? In Nordwege lägest du bereits auf dem Boden. Dann komm doch, wenn du Ehre im Leib hast. Wie du willst, Kleine. Du wirst nicht einen Treffer landen. Ich sollte dir wohl danken, dass du mich nicht blutig geschlagen hast. Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten, Siegfried. Vater spricht so lobend von dir. Ich wollte sehen, ob du den Geschichten gerecht wirst. Wer wird das schon? Bist du mit der Herrschaft deines Vaters zufrieden? Er hat, was ein guter König braucht. Aber stattdessen gibt er lieber den schmierigen Händler. Ein Besuch in Nordwege könnte einem jungen Drängar Gutes tun. Ich täte nichts lieber, als mit Vater zu gehen. Vielleicht würde die Heimat seinen Kampfgeist entzünden und Diflin einen starken König schenken. Ich habe deinen Vater verloren. Weißt du, wo er sein könnte? Er wollte den Kopf frei bekommen. Das heißt, er besucht Großvaters Grab. Er spricht fast jeden Tag mit ihm. Barhütz kann mit den Toten reden? Nein, seine Gespräche sind einseitig. Das Grab ist oben auf dem Hügel. Ich finde ihn schon. Danke, Siegfried. Eva, bring mir irgendwann bei, wie man so zuschlägt, ja? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Barret. Warum so unruhig? Ein König muss immer auf der Hut sein. Wenn ich bedrückt oder unsicher bin, komme ich hierher, zum Geist meines Vaters. Ich habe nicht mal nach ihm gefragt. Irgendwie wusste ich das. Vor einigen Jahren. Es war ihm bestimmt, im Kampf zu sterben, und so geschah es. Nun sitzt er an Odins Seite. Meine Familie schuldet deiner so einiges. Der Winter, als deine Familie kam, um bei uns zu leben. Ich erinnere mich an deine Geburt mit dem Schrei eines Kriegers. Das Seuchenjahr. Niemand nahm uns auf. Nur deine Eltern. Ich verdanke deiner Familie mein Leben. Und welch Leben wir hatten. Ich habe teure Erinnerungen daran, wie du dich zur Jagd hinausschlichst. Mitten in der Nacht.
Sterne am Himmel, Mondlicht auf Schnee. Und so bekam ich die Narbe. Das tut mir leid. Was ist mit der auf deiner Wange? Die? Eine Warnung der Götter ob meiner Eitelkeit. Komm, wenn wir all unsere Geschichten erzählen, sind wir eine Woche hier. Siehst du etwas? Nur in meiner wilden Vorstellung. Doch gehen wir trotzdem. Seltsam, wie ein kleines Geräusch einen Mann so auffühlen kann. Bei Thors Hammer. Ich könnte eine Woche durchschlafen. Nicht mehr so ausdauernd wie damals, was? Als wir nachts auf die Jagd nach Irrlichtern gingen. Haben wir je eines gefangen? Ich erinnere mich da an was. Ergib dich uns! Zurück! Ergreif sie! Fächert ihm die Hände! Wer sind diese Männer? Du verfluchter Bastard! Ich töte dich! Den Thron nicht unangegriffen. Hier lang. Ich bestieg den Thron nicht unangefochten. Thorstein, der Sohn des vorherigen Königs, trägt es mir nach. Davon hattest du nichts erzählt. Du bist zu Gast. Es ist unschicklich, dich mit nichtigen Sorgen zu belasten. Nichtige Sorgen? Jetzt weiß ich, warum du den Abend über so angespannt warst. Ja, es beunruhigt mich schon. So verwegen war er noch nie. Hält er dich für einen Thronräuber? Möglich, aber... Gut, dann fahren wir fort. Möglich, aber er scheint ihn gar nicht haben zu wollen. Er gibt sich damit zufrieden, mit seiner Schlägerbande zu schmuggeln und zu stehlen. Nur kleine Wikinger-Raubzüge, aber sie lassen mich in Flans Augen in schlechtem Licht erscheinen. Schärfe deinen Blick. Heute Nacht sind Räuber unterwegs. Verlass dich. Was? Ihr wisst doch, dass ich Feiern immer zuletzt verlasse. Was ist geschehen? Wir wurden von Thorsteins Männern überfallen. Widersacher, von denen ich nichts wusste. Kaum überraschend, dass König Flan dich nicht willkommen heißt. Du beherrschst nicht einmal die Wikinger in deiner eigenen Stadt. Thorstein lässt mich noch nichtsnutziger aussehen, als ich es eh schon tue. Ich verstehe. Es ist die Ungnade des Hochkönigs, die das beschämend macht. Ich werde mich um Thorstein kümmern, Vetter. Nein, ich will dich nicht in diese elende Geschichte hineinziehen. Vielleicht zieht er sich für Silber zurück. Ja, vielleicht für eine Woche oder zwei. Dann kommt er wieder und wieder. Ich kann diesen Schandfleck ein für alle Mal loswerden. Eivor, dies ist nicht dein Kampf. Bei allen und jedem deiner Götter, Barret, lass Eivor dir helfen. Ab diesem Augenblick gehört mein Arm dir. Was auch nötig ist, dass Flan dir zulächelt, werde ich tun. Eivor, ich war noch nie so glücklich. Deine Familie rettete vor langen Jahren die meine. Eine passende Antwort wäre es, deinen Thron zu sichern. Ich fange mit Thorstein an. Es könnte sein, dass Sigfrid etwas weiß.
Er war einmal Teil von Thorsteins Bande. Leider wahr. Suche ihn morgen auf dem Marktplatz auf. Nach einer durchzechten Nacht erholt er sich meistens dort. Wir werden bei Sonnenaufgang beginnen, ein Band mit Hochkönig Flan zu knüpfen. Sagte, ich würde Siegfried auf dem Marktplatz finden. Ich muss mehr über Thorstein erfahren. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Diesen Wachen entgeht nichts. Überrasch die Ratte! Is it coming?
das? Mögest du an Odins Seite gut speisen. Ich muss mich in Acht nehmen.
Sie wurde wohl verriegelt.
darf ja nicht erwischt werden. Die feige Sau! Du rennst wie eine Kuh! Was für eine Ausbeute. Das erfordert mehr Leute. Los geht's! Können wir das aufs Schiff laden? Ich brauche Hilfe!
Willkommen. Das kannst du gerne haben. Kann ich gebrauchen. Ist es das, was du willst? Von dir, dass du das kaufst. Das habe ich auf jeden Fall da.
weise Entscheidung. Kann ich holen, wenn du magst. Sonst noch etwas? Nun muss ich gehen. Schön, dich zu sehen. Also dann. Ich werde es nie lernen. Morgen, Siegfried. Eva, die Nacht war hart. Ich habe zu viel getrunken und nun versuche ich, meinen Bauch zum Schweigen zu bringen. Deinem Bauch kann ich nicht helfen. Aber kannst du mir erzählen, was du über diesen Thor Stane weißt? Ah, Vater hat dir wohl erzählt, dass ich mich ihm mal anschließen wollte. Er ist ein echter Wikinger, wie du, nur lauter. Du durftest nicht mitmachen? Ich war zu jung und schlaksig. Amar wollte mir noch nicht mal zeigen, wo sein Versteck ist. Erzähl mir von dieser Amar. Sie mag Bier so sehr wie Kätzchen Milch. Sie verbringt ihre Zeit beschwipst am Hafen und macht sich dort an die Leute ran. Ich spreche mit ihr. Vielleicht bereut Thor Stane es noch, dich nicht in seine Bande gelassen zu haben. Hör mal, wenn du schlau bist, legst du dich nicht mit Amar an. Sie ist eine wilde Kämpferin. Was siehst du da oben, Sünen? Hilf mir, sei meine Augen. Lässt sich ihr Ale schmecken. Was trinkst du denn da, Drenger? Das stärkste Ale der Stadt. Ich mag starke Dinge, also hast du meine Aufmerksamkeit. Was tust du hier, Schätzchen? Ich bin auf der Suche nach gutem Trunk und Gesellschaft. Da hat es dich in die richtige Schenke verschlagen. Ausgezeichnetes Ale und noch bessere Unterhaltung. Das Ale führt zu Gesprächen und die führen zu... Wer weiß? Finden wir es heraus. Lass nicht ins Fass, hörst du? Schau!
Mehr hast du nicht drauf. Wie ungezogen. Du bist eine anziehende Frau. Wie verbringst du deine Tage? Vielleicht hast du von Thorstein gehört? Ich bin eine seiner engsten Freundinnen. Ich hörte tatsächlich von ihm. Beeindruckend, dass er dir vertraut. Er ist wie ein Bruder für mich. Ein nicht gerade heller Bruder. Er hat mir einen Schlüssel zu seinem Geheimversteck anvertraut. Er hat ein Geheimversteck? Das würde ich nur zu gerne sehen. Im Bereich Dubgalbalje? Tut mir leid, Thorstein würde nicht aufhören zu schmollen. Vielleicht möchtest du aber für ein Mal bleiben? Ich bliebe lieber für etwas anderes. Ich kann kaum erwarten zu erfahren, was das ist. Aber erst einmal, mir geht es nicht so gut. Ich bewege mich besser etwas. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ich muss ihr diesen Schlüssel abnehmen. Weil ich vorsichtig bin, kann ich einen Kampf umgehen. Vertrauensselig. Dein Schlüssel ist mein. Jetzt muss ich nur noch Thorsteins Versteck finden. Zeig mir, was vor uns liegt. Dieser Ort wird gut bewacht. Von dem Amar sprach. Du bekommst Besuch, Thorstein. Hast es hier reingeschafft? Dass du dich mit Barret Iverson angelegt hast, war ein Fehler. Oh Gott, willst du mich töten? Mein Kopf irgendeinem irischen Herrn überreichen, dem ihr beide dient? Ich diene keinem irischen Herrn. Was zum Scheiße? Wenn du nicht allein hättest, hast du dich um
Ganze stinken und den Gottfresser von der Insel jagen. Der König Düfflins sollte sich um seinesgleichen kümmern, nicht den Zäunen in den Arsch kriechen, die unsere Vorfahren töteten. Ja, schließ dich mir an. Ich könnte jemanden mit ordentlich Mumm gebrauchen. Und es lohnt sich. Sei still und ich erbarme mich vielleicht deiner. Niemand sehen. Ein Haufen Abfall erwartet dein Urteil, König Baröd. Thorstein, Urheber des Plans, mir und meinem Blut aufzulauern. Du weißt doch, wie es ist, Barit. Man braucht Silber. Für seinen König könnte man Düfflins Schatzkammer eintauschen. Obwohl ich für dich vielleicht nicht ganz so viel bekäme. Wenn du es befiehlst, schneide ich ihm die vorlaute Zunge heraus. Steh auf, Thorstein! Du blutest meinen Boden voll. Die Entscheidung wiegt schwer. In solchen Zeiten sucht man den Rat engster Freunde. Eivor, wie soll ich mit diesem Rohling verfahren? Ein öffentliches Schauspiel erfreut die Menschen. Foltere den Kerl, bis er nicht mehr laufen kann. Und niemand erhebt sich wieder gegen dich. Wohl gesprochen, Eivor. Ich will keine Blutfehde unserer Kindeskinder, Thorstein. Den Aufruhr bist du nicht wert. Düfflin nimmt dein Land und dein Silber. Ich verbanne dich auf ewig. Bei Sonnenuntergang bist du verschwunden. Knie nieder und zeig deine Dankbarkeit. Alles Gute, König. Ich kenne bessere Orte als Düfflin. Vater! Warum wählst du die Schwäche? Gib jedem Feind ein Stück Seil. Dann bringen sie bald deinen Strick. Ruhe! Flan Shinnar wird bald ganz Irland beherrschen. Es liegt in seiner Macht, mir und meinem Sohn die Königswürde zu geben oder zu nehmen. Er ist der Knotenpunkt. Doch traut Flan mir nicht. Er glaubt nicht, dass ich wahrlich christlich bin. Indem ich christliche Gnade zeige, beginne ich, seine Meinung zu ändern. Du bist klüger noch, als ich dachte, Vetter. Vielleicht ist Thorsteins Freiheit ein Königreich wert. Doch wird Gnade genügen? Deswegen muss ich den Handel ausbauen. Flan wird erkennen, dass die Stärke von Düfflins Häfen die Stärke Irlands ist. Zeige ihm die Macht dieses Handels. Finde etwas Seltenes aus der Ferne. Ein Gewürz, ein Edelstein oder eine Waffe. Und dann wird es sein Krönungsgeschenk. Das wird Düfflins Reichweite zeigen und helfen, meine Krone zu sichern. Flan wird von deiner christlichen Gnade erfahren. Und ich spreche derweil mit Azar über ein Geschenk. Suche mich vor der Krönung auf. Wir gehen zusammen.
Willkommen in meinem Laden. Ich komme mit einer Bitte. Es ist schön, Freundschaften zu stärken. Worum geht es? Barret möchte Flan den Wert von Düflins Handel zeigen. Könnten wir ein Geschenk aus einem fernen Land besorgen? Das ist leider genau das Problem, das sich mir stellt. Ich habe nämlich Land in Ratoin erworben, das zuvor übrigens Thorstein gehörte. Das Land gehört nun aber Dornen und Hunden und Schmugglern. Sobald er frei davon ist, wird dieser Handelsweg unsere Herzenswünsche erfüllen. In meinem Fall ist dieser Wunsch ein fremdländisches Geschenk. Also... Ein Gewürzhändler, den ich kenne, wünscht feine Pelze. Ratoin hat davon in Übermaß. Das passt vortrefflich. Gewürze sind eine würdige Königsgabe. Hab Dank, Gesar. Es ist im Norden. Du kümmerst dich um die Schmuggler. Ich sitze hier nur auf meinem Arsch. Nichts zu danken. Ratoin ist nördlich von Düflin. Ich sollte dorthin reisen.
Hier sollte ich vorsichtig sein. Sar will sie hier nicht sehen. Den eisernen Kreis! Gehörst du zu Azars Leuten? So ist es. Azar sagt, ihr beide wollt Felle gegen ein Geschenk eintauschen. Es wird König Flan beweisen, wie weit Baröds Handel reicht. Wir besorgen euch die Felle. Wie kann ich helfen? Mit mehr Vorräten könnten wir den Handelsposten ausbauen, um den Handel noch besser und schneller zu machen. Wo finde ich die passenden Dinge denn? Ich würde in Klöstern nachsehen. Dort wirst du sicher fündig. Wie teilen du und Azar euch die Arbeit auf? Ich sammle Pelze, bereite sie auf und schicke sie nach Düflin. Azar kümmert sich dann um den Verkauf. Wir wollen den Posten ausbauen. Dann können wir mehr Pelzbündel lagern und sie häufiger an Azar verschicken. Irland muss viele Handelsposten haben. In der Tat. Jeder von ihnen handelt mit bestimmten Waren. Hier sammeln wir Felle, woanders gibt es andere Güter. Danke dir, mein Freund. Gib auf dich Acht. So sieht man sich wieder. Sei gegrüßt, Eivor. Wo finde ich die passenden Dinge denn? Ich würde in Klöstern nachsehen. Danke dir, mein Freund. Gib auf dich Acht. Die Vorräte, von denen der Aufseher sprach.
Dann mal los. Stellt den Mast! Ich will eine Saga hören. Ona der Hässliche. Nehmt ihnen ihr Gold und brennt den Rest nieder! Ich schaff das nicht allein! So. Der Schweiß der Schlacht fließe. Was ist
dir, Eivor. Ich brauche hier drüben Hilfe! Wir sind hier fertig! Zurück zum Schiff! Wollen wir etwas bauen? Gut gemacht. Wir schicken die Felle nach Düflin. Saar wird dir helfen, noch mehr Posten zu finden, die du übernehmen kannst. Gehab dich wohl.
Werden sofort angreifen.